So, herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Leute. Wir spielen wieder ein bisschen Legion Tower Defense. So, ich hätte gern mal wieder so ein Metzger und Albtraum-Kombo, aber irgendwie bekomme ich die so selten. Ich glaube, die Harpy wurde etwas gebufft. Besser gesagt, nicht die Harpy, sondern die Sky Queen. Ich weiß nicht, ob ich die bauen sollte. Könnte man versuchen. So, zack, zack, zack. Sollen wir das versuchen, Leute? Ich muss natürlich auch die Sky Queen dafür auswählen. Logischerweise, sonst ist es schlecht. Den nicht, den Aufprallschaden weg. Das wäre eine Möglichkeit. Aber der Buff nochmal meiner Sky Queens. Schwierig, schwierig. Aber nein, wir lassen das so. Würde sagen, wir bauen hier ungefähr. Wohl. Machen wir hier. So, der Gegner schickt mir nichts. Ich schicke dem Gegner gerade auch nichts. Wird sich jetzt ändern. Ich schicke ihm eine Schnecke für Income. Den kann ich erst frühestens bei 4 bestrafen. Aber das ist auch nicht mal sicher. Aber ich weiß, dass ich ihn bei 6 bestrafen kann, in der Regel. Außer natürlich, er baut ganz viele Zeus oder sowas. Dann nicht. Dann habe ich ein Problem. So. Test mir mal die Harpy aus. Ich bin kein großer Fan von ihr. Ich ist, glaube ich, einer der schlechtesten Units aktuell. Mal gucken, wie es mit dem Buff ist. Jetzt habe ich wieder vergessen, Schnecke oder sowas zu schicken, aber egal. Schicke ich halt hier. Er hat mir wieder nichts geschickt. Wir bauen auf jeden Fall gleich die Katze. Hätte er mal eine Echse geschickt, hätte er geleakt. Hundertprozentig. Außer er hat was gebaut, was ich jetzt nicht gesehen habe, aber in der Regel liegt der Berserker zu 100%. Wenn er auf Runde 2 auf eine Echse trifft. Also die hier. So, jetzt müsste wahrscheinlich was kommen. Okay. Die Unit ist natürlich nervig, macht eine Menge Schaden, aber die wird schnell rausgefokust. Darum sage ich, sollte noch im Rahmen sein alles. Die teilen sich den Schaden so ein bisschen. Und das gibt mir Zeit. Ja, easy. Sehr nice. Ich würde gerne noch auf den sechsten Worker gehen. Ich muss aber gucken, wie viel Gold ich noch habe. 35. Ich schick mal eine Snail, dann passt das genau. So, jetzt gehen wir auf 6 Worker. Und ich sag meinem Kollegen, dass ich bei 6 schicken möchte.
So, er saved wieder. Okay, mein Spiel laggt wieder. Der geht schnurstracks auf AOE. Das könnte ich natürlich etwas ausnutzen. Wir werden ihn auf jeden Fall einen Einsiedler schicken. Das definitiv. Ich hoffe, ich schaffe noch einen Grobian mitzuschicken. Meine Sky Queens muss ich auch noch upgraden. Uiuiui, hab ich noch einiges vor. 80er Cent hier. Das ist gar nicht mal so wenig. Ja, der muss schnell fallen. Es könnte sein, dass ich hier liegen werde. Aber zum Glück hält die Unit echt was aus. Der königliche Wächter. So, zwei Worker mehr. Wir schicken einen Einsiedler auf jeden Fall. Oh, sehr nice. Ich habe es gehalten. Ich werde ihm jetzt auf jeden Fall noch einen Grobian schicken. Und dann hoffen wir mal, dass wir da durchbrechen. Aber in der Regel ja. Allein schon der Einsiedler ist gut gegen AOE-Units. So. Er hat die Schirmqualle gebaut. Ist tatsächlich gar nicht so schlecht hier. Der macht hier eine Menge Schaden. Eieieiei. Ah, ich glaube, der hält das tatsächlich. Ah, die Schirmqualle. Ist einer der schlechtesten Units aktuell, aber so früh auf den Waves ist sie natürlich wieder gut. Später fällt sie dann sehr stark ab. Ihre Lebensregeneration ist sehr gut. Am Anfang halt, später nicht mehr so. So. Wir machen einfach unsere Katze hoch. Dann kann uns eh nichts passieren. In der Regel. Ich muss mal auch langsam meine Sky Queen upgraden. 165. Oh, er schickt mir hier, das ist nett. Perfektes Opfer für meine Katze. Also merkt euch, Leute, Katze ist auf 7 OP. Es ist super schwer, die Katze zu bestrafen auf 7. Selbst wenn das hier klappen sollte, also wenn ich hier liegen sollte, ihr seht, wie viel noch übrig ist. Die Katze ist mega strong. Natürlich ist es wichtig, dass die Katze auf 7 ist und nicht 6 oder 5 oder sowas. Aber wenn man sie hier sieht, liege ich die ganzen kleinen Viecher, aber ganz ehrlich, egal. Natürlich ist es nicht egal, dass mein Kollege. Er will schon direkt aufgeben, okay. Ja, nee, darfst du nicht. Erlaube ich nicht. Muss schon mit mir bis zum Ende spielen, mein Freund. So. 185. Oh, es reicht immer noch nicht für eine Sky Queen, ne? Das ist natürlich belastend.
Aber dafür habe ich 10 Worker. ...165... ...165... Interessant, der Stück wieder. Der geht aber auch hart auf AOE. So, einen Worker gehe ich auf jeden Fall. Die werden zum Glück nicht raus fokussiert von den Rage Units. Ja, nice. Nice, nice, nice. Kann sogar noch einen Worker gleich pushen. So, zack. Wir pushen noch einen Worker. Und noch eine Sky Queen hier. Dann graben wir später noch eine Sky Queen ab. Also eine Harpie ab, nicht eine Sky Queen. Und ja, dann sollte ich eigentlich auch für 10 relativ safe sein. So, jetzt kommt nichts. Ich schicke mal den Einsiedler mit. Eine Unit wird definitiv nicht reichen für den Boss. Da braucht er schon 2-3 Stück. So, alle haben ihre Waves geschafft, aber ist auch nichts Dramatisches passiert. So, dreimal Katze oder zweimal goldener Beschützer noch. Ich denke mal, desto länger getankt wird, desto besser für die Sky Queen. Ich bin mal minus 120. Machen wir mal zur Sicherheit ein paar King Upgrades. Okay, jetzt zwei Daphnes gebaut, die nicht reichen werden. Was aber knapp war. Ich glaube, wenn ich den Einsiedler nicht geschickt hätte, hätte er es geschafft. Gut, dass ich den mitgeschickt habe. Bei ihm wird es auch super knapp, aber er schafft das, glaube ich, noch. Oh! Das ist bitter. Da hätte echt nur noch ein Schlag gefehlt. Sowas ist bitter. Was haben wir überhaupt für Zauberer? Alles oder nichts? Beschützer. Ist irgendwie nicht alles so cool, was ich hier kriege. Wir machen auch alles oder nichts. Was anderes habe ich gerade aktuell nicht. Zack. Aber ich wette, der Gegner schickt gleich mit. Könnte jetzt richtig wehtun. Das wird wehtun, definitiv. Ich habe zwar eine solide Verteidigung vorne, aber ich glaube nicht, dass es reichen wird. So, wie sieht es hier aus? Das sollte hoffentlich ein Leak werden. Sieht, glaube ich, gut aus. So, die Sky Queen wird jetzt rausgefokust. Mein Kollege leakt seine gesamte Wave fast. Ja. Aber wir haben alle geleakt, das ist das Gute. Ja, kannst du viel aufgeben, wie du willst. Darauf ziehe ich mich nicht ein. Aber es wird wahrscheinlich reichen für die Gegner.
Eieieiei. Ja. Sieht leider nicht gut aus. Aber naja, so ist das nun mal. Wenn man schon einen Mate hat, der von Anfang an so ein bisschen aufgeben will, dann ist das leider so. Die Gegner haben aber gut gespielt. Ja, ich weiß nicht, was ich von der Sky Queen halten soll. Die ist zwar gut, aber ich glaube nur mit Buffs. So alleinstehend, ich finde sie echt nicht gut. Auch mit dem Buff jetzt. Ich merke keinen großen Unterschied. Ist immer noch für mich so eine, ja, Crap-Unit. Aber naja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert doch bitte diesen Kanal, das wäre super von euch. Und be one step ahead. Bis zum nächsten Mal. Ciao.